Leute, seht euch das an. Das ist fantastisch, oder? Die würden mich töten, oder? Wow. Ich weiß nicht. Das ist totaler Mist. Ich würde es zerkauen. Das dreht sich. Nein, das gefällt mir nicht. Wir sind am Krankenhaus angekommen. Oh, heute wird's brenzlig. Ah. Los geht's. Ja. Ja. Guten Morgen alle zusammen. Hallo Leute. Leute, wohin zeigt unser Navi heute? Auf in den Zoo. Es ist super cool. Wir haben unser Video dort gefilmt. Wie viele Jahre ist das her? 5 Jahre. 4 Jahre. Wo fahren wir jetzt hin? Das ist ein Geheimnis. Nein, das ist kein Geheimnis. Wir gehen in den Zoo. Unserer Meinung nach ist das der coolste Zoo der Welt. Denn wir waren schon in vielen Zoos. Ernst? Das ist der coolste. Mal sehen, ob sich was geändert hat. Sie erinnert sich sehr gut an diesen Zoo. Echt jetzt? Ich will in den Zoo, um die Tiere zu sehen. Ich will nicht auf die Fahrgeschäfte gehen. Ah! Sie erinnert sich so gut daran. Sie sagt, dass ich jetzt auf diesen roten Dingern fahren werde. Es ist ihr erstes Mal im Zoo und sie wird richtig große Tiere sehen. Wir schwelgen in Erinnerungen an die Kindheit. Wir wollen auch so einen kleinen Wagen haben. Ja, und Amina will mit Dusia in diesem Wagen hier fahren. Freunde, wir haben Amina so einen kleinen Wagen besorgt, damit sie heute nicht so schnell müde wird. Wow, Dusia! Hey! Dusia, schau mal, was Mama hat. Oh, ein Zebra. Ein Zebra. Der Zoo von Singapur beginnt mit diesem Wagen hier. Wir haben diese Süßigkeiten genau hier gekauft. Ich glaube, wir sollten die Gibbons hier irgendwo sehen. Wow, Leute, seht euch das an. Das ist genial, oder? Deshalb liebe ich den Zoo von Singapur. Ja. Das liegt nur an den Tieren hier. Siehst du, wie der Gibbon da hängt? Irgendwas ist hier los, Leute, und wir können nicht herausfinden, wer diese Geräusche macht. Oh, ah, oh, ah. Amina, wie gefällt's dir? Ich bin total schockiert. Die singen, glaube ich, gerade. Riesige Schildkröten. Seht ihr, wie groß die sind? Diese großen Schildkröten wachsen also aus den kleinen Schildkröten? Ja, 259 Kilo und 86 Jahre alt. Wow! Schaut, ein V beginnt die Paarungszeit. Er will ein Weibchen anlocken. Ich mach mal so, als wäre ich ein Weibchen. Er spreizt doch fast seinen Schwanz. So machen die doch, oder? Ich glaube, ich bin kein schöner Pfau. Ich glaube, wir müssen auf eine neue Kamera umsteigen. Ja, das ist zu viel. Unsere ist zu klein. Wir müssen uns eine neue Kamera besorgen. Dusia wird zum ersten Mal mit dem Karussell fahren. Und diese Kinder hier auch. Ich bin die Erste. Ich reite auf dem Adler. Ich habe den Adler zuerst gesehen. Ja, sie konnten sich nicht einigen und jetzt hat sich Amina auf den Kopf des Adlers gesetzt. Aber jetzt hat man ihnen gerade gesagt, dass nur ein Kind pro Tier erlaubt ist. Das ist sonst zu gefährlich. Wir konnten nicht herausfinden, wo die Raubtiere sind. Also machen wir jetzt eine Bahnfahrt, die ist kostenlos. Wenn man ein Ticket kauft, ist die Bahn inklusive. Und wir schauen uns jetzt einfach mal hier die Gegend an. Wenn ihr mal in den Zoo von Singapur kommt, fahrt nie mit dieser Bahn hier. Das ist die sinnloseste Art, seine Zeit zu verbringen. Manche Leute stehen da und schauen sich wer weiß was an. Und man selbst bleibt immer wieder stehen und... Ich weiß nicht, das ist totaler Mist. Aber es ist schon ein bisschen cool. Man bekommt Wind ab und man sieht den Wald. Ja, gut, stimmt. Und wenn die Beine müde sind, zum Beispiel vom Laufen oder so, kann man hier ein paar Runden drehen. Die Giraffen sind hier. Wow! Oh, Amina, schau mal, Giraffen! Wow, ich liebe Giraffen! Giraffen haben viele Flecken, sogar auf ihren Schwänzen. Schau dir den Schwanz an, Flecken. Wow, Kamilchik, was ist das? Das ist ein Nashorn. Und da ist ein Hahn bei den Nashörnern. Ja. Der regiert da. Wir sind wegen der Elefantenshow hier, Leute. Seht mal, jetzt werfen sie mit Futter und alle Elefanten gehen ins Wasser. Echt cool. Aber die coolste Elefantenshow war auf jeden Fall in Thailand, Leute. Dusia, gefällt's dir? Wow. Ja, wow. Oh, er... Ich weiß, dass Kängurus großartige Boxer sind. Die können richtig gut zuschlagen. Die würden mich töten, oder? Daddy, willst du kämpfen? Würdest du dich mit einem Känguru anlegen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon stark. Wer würde gewinnen? Ich oder dieses Nilpferd? Ich würde es zerkauen.
Ich glaube, du würdest knapp verlieren. Knapp verlieren. Aber ich glaube, du würdest da nicht lebend rauskommen. Und wir führen die Tradition weiter. In jedem Zoo kaufen wir solche Münzen. Ist das ein Orang-Utan? Ja. Und was nimmst du? Ich will. Es gibt hier einen weißen Tiger zum Beispiel. Wen sollte ich deiner Meinung nach holen? Ich würde mich für die Giraffe entscheiden. Also gut, ich wähle die Giraffe. Okay, nimm die Giraffe. Wupp. Zeig mal her. Echt cool. Die Jungs hier stellen was her. Die haben da echt eine Fabrik am Laufen. Dieser Typ misst es auf das Gramm genau. Hi. Also Leute, hier ist ein Lifehack. Wir sind in einem Laden in Singapur, einem Supermarkt. Und wir brauchten einen Einkaufswagen. Für den Wagen brauchten wir Bargeld, ja, also Münzen. Ja, genau. Und wir hatten keine Münzen, also sind wir mit Körben statt mit einem Wagen rumgelaufen. Dann habe ich aber diesen Brunnen hier gesehen, wo die Leute Münzen reinwerfen, um Glück zu bekommen. Dann habe ich eine Münze rausgefischt und in den Wagen gesteckt. Das ist zwar nicht so nett, Leute, also macht das nicht. Das ist, glaube ich, auch Diebstahl. Aber wir haben jetzt einen Wagen. Aber ich will Shrek-Trucks, oder? Wow. Das ist Luxus. Ich glaube, die sind doch super unbequem. Wieso High Heels? Das ist doch nur Show, oder? Schaut euch die Crocs an, die Amina das ausgewählt sind keine hat. Crocs. Hello Kitty. Das sind Hello Kitty. Man kann hier sowas auswählen und damit seine Crocs individuell gestalten. Man kann eine ganze Menge verschiedener Sachen aufkleben. Ganz so, wie man will. Und jedes dieser Teile hier, ich glaube Anhänger sind das, kostet 7 Singapur-Dollar. Das sind doch ungefähr 5 US-Dollar. Also Leute, kleines Ratespiel für euch. Wir haben hier einige Sachen gekauft. Wasser, normales Trinkwasser, 6 Bananen, normale Bananen und diese Buenos hier. Also, ratet mal, wie viel das alles hier gekostet hat. Haltet das Video jetzt an und schreibt eure Vermutung in die Kommentare. Das hat nämlich 33 Dollar gekostet. Das ist echt viel, Leute. Warum gibt es in Singapur so wenige Autos? Weil die Kosten für einen Führerschein, den sie hier nur Lizenz nennen, rund 60.000 Dollar betragen. Das ist teuer. Ein Führerschein für so viel Geld. Ein Führerschein für 10 Jahre kostet 60.000 Dollar. Es ist billiger, ein Auto zu kaufen, als hier einen Führerschein zu machen. Wir sind am Krankenhaus angekommen. Das Raffles Hospital. Es ist so riesig. Aber keine Sorge, bei uns ist alles okay. Gott sei Dank. Aber Dusia ist noch klein und muss verschiedene Impfungen bekommen. Und wir haben uns dazu entschieden, hier wirklich gute Impfstoffe für Dusia zu bekommen. Weil Singapur eine echt gute Gesundheitsversorgung hat. Jetzt geben sie ihr eine Spritze. Wahrscheinlich wird sie weinen, aber das ist gut für sie. Denn die Impfstoffe hier sind erstklassig, Leute. Wir werden auch eine Dolmetscherin kriegen. Eine Frau, die uns schon kennengelernt hat. Jetzt wird noch alles vorbereitet und dann geht's auch schon los. Schau, das ist ein Labyrinth. Ja, hier entlang. Da ist auch schon der Impfstoff. Ist es gut gelaufen? Ja. Und jetzt geht's auch schon zurück zum Hotel. Ihr werdet nicht glauben, wie komfortabel dieses Auto ist. Es ist so cool. Das Auto heißt Toyota Alphard, oder? Toyota Alphard. Ja, genau. Das ist so genial, Leute. Schaut mal. Man kann die Beine hier unten quasi hochfahren. Das entspannt die Beine, besonders wenn man so viel gelaufen ist. Das ist wie in so einem Liegestuhl. Amina macht das auch gerade, Leute. Schaut mal. Sie liegt da wie in der Business Class im Flugzeug. Ja, und hier genau ist auch Camille. Wie in einem Kino. Ja, und in diesem Auto wird mir gar nicht schlecht. Normalerweise wird mir immer ein bisschen schlecht, wenn ich länger Auto fahre. Aber das hier ist echt so cool und bequem. Und seht mal, der Rückspiegel, die Kamera ist immer an. So cool einfach. Jetzt gibt's eine weitere lustige Aktivität für die Kinder. Die Seilbahn. Das wird sowas von cool. Die Seilbahn hier ist der Wahnsinn, Leute. Und was ich hier an den Seilbahnen in Singapur mag, ist, dass die so hoch oben sind. Die Aussicht ist unglaublich. Leute, ich habe die Tickets gekauft. Seht euch die Preise an. 35 Dollar für Erwachsene, 25 für Kinder. Ich habe gesagt, dass Camille ein Kind ist, obwohl er ja ein Jugendlicher ist. Aber wir sind jetzt hier und gehen in diese Richtung. Dann ändern wir die Richtung und können hier noch ein bisschen fahren. Und wenn man das 33-Dollar-Ticket kauft, statt dem 35-Dollar-Ticket, kommt man nur von hier nach hier. Es ist wirklich hoch oben. Ich halte die Kamera hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich sie nicht fallen lasse. Warum wir hierher gekommen sind, Leute? Wegen unserer kleinen Lieblingsautos. Amina wird jetzt alleine fahren, ohne mich. Sie ist jetzt schon groß genug dafür. Hey, wir fahren hier, Amina, wie geht's dir? Wuhu! Wir haben die Tickets gekauft. Aber hier ist der Haken an der Sache. Im Moment ist alles voll und sie haben gesagt, dass der Einlass erst in 1,5 Stunden beginnt. Aber wir haben schon mal die Tickets gekauft und kommen dann in 1,5 Stunden wieder.
Jetzt laufen wir noch rum und fahren eine Seilbahn. Unser Fahrer ist gefahren wie ein Wahnsinniger. Das war echt nicht mehr normal. Ja. Leute, fahrt vorsichtig im Straßenverkehr. Also ich will nicht doch mal mit dem Typ fahren. Ich bin gerade mit diesen kleinen Autos gefahren und hab beschlossen, jetzt hier zu arbeiten. Mama geht's gar nicht gut. Atme tief durch, tief durchatmen. Alles wird gut, nichts wird passieren, ja? Mama hat das letzte Mal geweint, als wir hier waren, vor 4 Jahren ungefähr. Ich war erschrocken. Wir haben beschlossen, dass Amina und ich zusammenfahren. Und Camille wird mit Mama fahren. Treffen wir uns drüben mit denen? Wahrscheinlich. Wir haben unseren Halt verpasst und werden jetzt hier für immer im Kreis fahren. Ja, wir kommen hier nicht mehr raus, Leute. Das ist cool. Leute, wir sind irgendwie durcheinander gekommen und haben die falsche Bahn genommen. Wir sollten wirklich den Bus zurücknehmen, oder Leute? Wir sind alle Amina gefolgt. Amina hat gesagt, wir müssen gleich raus, wir müssen gleich raus. Und dann hast du gesagt, danke für die Navigation. Amina will nicht den Helm eines Fremden tragen. Aber man braucht natürlich einen. Sicherheit ist das Wichtigste. Riech mal dran. Gar kein Geruch. Sehr gut. Gar kein Geruch. Kein Geruch hier. Auch kein Geruch. Und auch kein Geruch. Es ist gut, dass der Helm nicht stinkt. Manchmal gibt es diese wirklich stinkenden Helme. Ah! Das ist so großartig hier. Amina! Du kommst ja kaum ans Gas. Was? Oh mein Gott. Woo! Hey, du kleiner Schlingel. Du kleiner Schlingel. Camille hat mich besiegt. Am Anfang war ich Dritter, aber dann wurde ich doch Erster. Wir waren echt langsam dran. Ganz ehrlich? Ja, aber wenigstens waren Camille und Amina es war echt richtig komisch. Gut. Selbst als ich langsamer werden sollte, wurde ich irgendwie schneller. Zwischen diesen Dingern da, ja, oder? Ja. Das ist das Gesicht, das ich beim Fahren gemacht habe. Ich war auch so happy. Wir sind jetzt 2-mal gefahren und haben beschlossen, 2 weitere zu kaufen. Das war ein großer Fehler. Wir hätten nur eine kaufen sollen oder so. Wir hätten gar keine kaufen sollen. Ja, wir hätten einfach glücklich nach Hause gehen sollen. Denn jetzt sind echt viel zu viele Leute da. Aber wir werden, glaube ich, nicht ein 4. Mal fahren. Naja, das reicht doch auch. Aber wir gehen glücklich nach Hause, Leute, denn es ist echt voll hier. Schaut mal, es ist echt heiß und überfüllt hier. Seht euch all diese Leute an. Und das ist nur in diese eine Richtung. Denn ich meine, hier geht's auch noch lang, Leute. Ja, hier lang und dann noch ganz nach da hinten sind überall Leute. Oh mein Gott. Okay. Whoop. Schaut mal, wie krass es hier ist. So hoch, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Leute, wir sind alle zerzaust und verschlafen, weil wir schon seit ein paar Tagen in Singapur sind. Heute ist unser letzter Tag, Leute. Morgen fliegen wir ab. Und deshalb haben wir beschlossen, in die Universal Studios zu gehen. Wir waren schon mal hier. Und es ist ein echt toller Vergnügungspark. Es gibt ein paar Orte hier, die wir uns unbedingt wieder ansehen wollen. Es gibt die Water World, die wie so ein Filmstudio aussieht. Und hier gibt es wirklich einige wirklich coole Fahrgeschäfte, Leute. Bleibt dran. Ein Expresspass für eine einzelne Fahrt kostet $90. Der unbegrenzte Pass kostet $140. Wir haben uns für das unbegrenzte Ticket entschieden. Nur für den Fall, dass wir nach einer Fahrt süchtig werden und noch ein paar Mal fahren wollen. Und so müssen wir deshalb nicht in der Schlange stehen. Es ist nämlich super voll. Oh, das wird ein Riesenspaß heute. Das ist großartig. Alle schreien. Nun, sie schreien auf allen Fahrgeschäften. Wir haben auch geschrien. Das muss man einmal machen. Das dreht sich. Nein, das gefällt mir nicht. Während wir hier rumlaufen, regnet es draußen, Leute. Schaut mal. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich setze eine Kapuze auf. Ich ziehe meine auf. Das werde ich nicht. Einige Leute kommen hier mit nassen Haaren zurück und ich will mir nicht die Haare nass machen, also Leute, die Dinosaurier sind ausgebrochen. Wir haben hier große Probleme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Wow.
mein Gott! Zack, ich bin weniger nass geworden als alle anderen. Okay, wohin gehen wir jetzt, Leute? Zur Wasserparty. Zur Wassershow. Wir sind auf dem Weg zu einer Wassershow. Sie heißt Waterworld. Eine fantastische Show. Und die werden uns auch Filmausschnitte zeigen. So cool. Los geht's! Ah! Hey, stopp! Alle sind ganz aufgeregt, diese Show zu sehen. Schaut mal, Leute. Hier gibt es Bänke in verschiedenen Farben. Die blauen bedeuten, dass hier Wasser hinkommen könnte. Die Leute, die dort sitzen, müssen entweder Regenmäntel tragen oder sie werden nass. Wow! Oh mein Gott! Das war echt so cool, oder, Amina? Das war einfach großartig! Wenn ich das als Kind gesehen hätte, hätte ich jetzt einen Schock erlitten. Ich stehe jetzt sogar unter Schock. Alter, aber damals hätte ich einen absoluten Schock gehabt. Steht Camille unter Schock? Ja. Okay, Leute, wir verlassen jetzt Singapur. Und wir fliegen jetzt nach Phuket, Thailand. Leute, schaut mal, wir fliegen gerade und sie haben uns einfach im Flugzeug Eis gegeben. Und zwar Magnum Mini-Eiscreme. Das ist das erste Mal Eis im Flugzeug. Und ihr so?